Einen wunderschönen guten Tag, meine Pokéfreunde, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Video. Heute wieder mit einem kleinen Opening zum 151er Sonderset aus Karmesin Purpur. Und zwar haben wir hier die Ordnerkollektion vom aktuellen Set. Ich bin sehr gespannt, wie die Ordner sind. Ich habe nur Gutes gehört. Vier Booster sind auch am Start und würde sagen, wir gucken einfach mal rein. So sieht das Ganze von vorne aus. Leider ein bisschen überbelichtet, aber das lässt sich gerade nicht ändern. Und hinten so, auch sehr nice. Und es sind tatsächlich Doppelseiten. Das heißt, wir haben hier vorne und hinten einzelne Fächer, was natürlich richtig nice ist. Aber auf jeden Fall ein schöner Ordner und ich denke für den Preis auch vollkommen okay. Deswegen habe ich mir den auf jeden Fall auch geholt. Vielleicht auch, um das 151er Set abzuheften. Leider natürlich nur auf Englisch der Titel. Das ist ein bisschen schade, aber dafür extra zwei verschiedene Druckbetriebe zu starten. Wahrscheinlich einmal in Deutsch, einmal Englisch und dann noch in anderen Sprachen ist wahrscheinlich zu teuer. Deswegen ist das so okay. Und da haben wir noch vier Booster am Start vom neuen Set und die machen wir, würde ich sagen, auch noch auf, ne? Wenn wir schon dabei sind. Ansonsten ist das Set frei von Promos und deswegen gab es auch keine Codekarte fürs Online-TCG, weil da kann man ja keinen Ordner freischalten, wobei es natürlich cool wäre irgendwie. Ich würde sagen, wir haben hier eine Wasserenergie und das ist eine Pflanzenenergie, okay. Wir haben schon am Sonntag ein Opening gemacht, am Samstag tatsächlich. Wenn ihr wollt, gerne mal reinschauen, oben rechts im i verlinkt. Den Stream haben wir auch schon mal vor ein bisschen geöffnet haben. Ein tolles Set, macht echt Spaß bis jetzt und ist natürlich Nostalgie pur durch die ganzen Kanto-Pokémon, für mich persönlich auf jeden Fall. Für manche von euch, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Einstiegsgeneration ins Pokémon-Spiel war, ins Pokémon-Spielen. Wahrscheinlich habt ihr dann andere Pokémon, die ihr mit Nostalgie verbindet. Könnte ich mir gut vorstellen. Nidorina, dann haben wir Radikal, ein Weavers Holo Giflor, Magneton in Weavers Holo und ein Rossana EX vom Typ Wasser, cool. Auch sehr nices Pokémon. Habe ich früher mal sehr gern gespielt, weil das Wasser ein Psycho ist und dadurch zwei Typen abdeckt und sehr, sehr sinnvoll ist im Spiel gewesen. Weiter geht's mit Booster Nummer 2, damit schon die Halbzeit. Ich gebe euch mal einen Code raus. Viel Spaß mit dem Code. Wenn ihr was Gutes zieht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage, es ist eine Wasserenergie und wir haben eine gegenteilige Feuerenergie. Dann haben wir Mankey, Mauzi, Owei, Pipi, Nocturne, Golking, Smetbo, Snobilicat in Reverse, Ditto in Weavers, auch witzig. Und ein Glurak EX Full Art. Ja, läuft gar nicht mal so schlecht, das Set. Die nächste coole Full Art Karte, Sandwing, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Nice, nehme ich mit. Denke mal, eine der Karten, die auch eher aus teurem Set sein werden, weil Glurak ja immer recht teuer ist, weil es beliebt ist. Aber auf jeden Fall schöne Karte und auch wichtiger Bestandteil für die Sammlung in Zukunft. Weiter geht's mit dem dritten Booster. Ich denke, es ist eine Pflanzenergie. Es ist Psycho. Im Rat bin ich heute nicht so gut. Dann haben wir Porygon. Das ist ein Artwork. Das hatten wir. Ist das nicht das Artwork aus dem Base-Set sogar? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Macholo mit der Sonne im Hintergrund, sehr cool. Electek flitzt durchs Kraftwerk, wie es aussieht. Ein sehr fröhliches Mogon. Erikas Einladung. Die Trainerin kennen wir natürlich aus der Pflanzenarena von Prismania City. War Prismania City, oder? I think so. Nidoqueen. Myrapla als Weavers. Rizeros als Weavers. Und ein, oh, ein Chanera in Holo. Aber wie süß ist denn bitte dieses Artwork? Alter Falter, sweet. Da meldet sich direkt meine Diabetes zu Wort. So, nächster Booster. Wir haben zwei Hits in drei Boostern und jetzt kommt der vierte noch. Wir sind jetzt von den Hits hier fast schon von der Anzahl her besser als die Top-Trainer-Box, die ich aufgemacht habe. Aber das ist ja nur die Hit-Anzahl. Oh, wir haben eine Stahlenergie im Galaxy-Foil, also in so Weavers Holo quasi. Richtig cool. Dann haben wir Macholo, Porygon, Electek, Rihorn, ein Lapras, der gute Radweg, Sichlor, Ibitak Weavers, Mauzi Weavers und noch ein Starmie zum Abschluss als Holo. Was soll ich sagen? Ich bin mega zufrieden. Wir gucken einfach nochmal kurz, weil wir können die Holos auch an. Wir haben auf jeden Fall die Weavers Holo Stahlenergie richtig nice. Ich finde die Weavers Energien richtig gelungen mit dem Galaxy Foil. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr cool für die Sammlung. Dann haben wir Starmie und das wunderschöne Chanera in Holo. Auf jeden Fall sehr solide Holo-Karten. Und dann haben wir natürlich die beiden Hits. Ich fangen direkt mal mit Rossana an, dem wahrscheinlich etwas häufigeren Hit. Ist ja keine Full-Art-Karte, sondern eine ganz normale EX-Karte. Und dann das Full-Art Glurak EX. Nice. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren abstimmen, ob ihr eher für Glurak oder für Rossana seid, als der Pull des Tages. Ich bin für Glurak in Full-Art. Eine Full-Art-Karte ist natürlich immer besser als eine normale Karte, finde ich persönlich. Da muss schon viel geschehen, dass die normale Karte besser ist. Bin gespannt, was ihr sagt. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik in die Kommentare, aber sonst gerne einen netten Kommentar schreiben. Ich freue mich immer, eure Kommentare zu lesen. Und wir werden die Woche auch noch öfter streamen. Vielleicht ist hier was eingeblendet, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht genau, wie die Planung ist, jetzt wo ich das Video aufnehme. Aber ich würde mich freuen, euch bei den Streams hier auf YouTube oder auf Twitch begrüßen zu dürfen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video, Stream oder auf dem Discord wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.